um 18 Uhr unsere News sehen. Da gibt es auch nochmal alles zur Vorstellung von Pavard heute oder zur Pressekonferenz gestern mit Serge Gnabry und der Kooperationsbekanntschaft mit Konami. Wenn ihr lieber hier beim Training bleiben wollt, kein Problem. Auf unseren sozialen Plattformen, auf Facebook, könnt ihr auch gern auf diesem Kleinfeld, das konnte ich gerade bei Niko Kovac durchhören. Und was genau das Ziel ist, versuche ich jetzt mal rauszugucken. So, das ist Manuel Neuer. Bilderbuch, Annahme mit der Brust. Also es gibt die Kontaktspieler in der Mitte. Und eine Partei, als ob jetzt grün oder grau oder rot, muss dann den Ball immer möglichst schnell erobern. So viel kann ich da schon mal rauslesen. Das Ganze in zwei Ballkontakten. Und alle machen mit, auch die Torhüter. Neben Manuel Neuer und Sven Ulreich ist das heute Ron Torben Hoffmann. Ich denke, Christian Früchtel hat dann bei den Amateuren vermutlich mittrainiert. Ja, da kommt man ordentlich auf Betriebstemperatur, also kaum Verschnaufpausen. Sofort, wenn der Ball draußen ist, kommt der nächste ins Spiel. Jetzt eine kurze Verschnaufpause bei dieser doch sehr intensiven Übung. Hinten sehen wir Ron Torben Hoffmann fliegen. Zwei, drei, gute Laune. So soll es sein. Mit seinen unnachahmlichen Hüftmoves. Ich glaube, das ist angeboren beim Spanier. Einer, der kaum wie ein anderer mit dem Ball umgehen kann. So, und sofort der nächste Ball. Durch, durch.
Quentin Tolisso wieder voll mit dabei. Hat ja doch noch. Und zum Glück zum Ende der Saison im Pokalfinale nochmal mitwirken können nach seiner schweren Knieverletzung zu Beginn der Spielzeit. Und ich denke, das war nochmal ganz wichtig auch, um so in den Urlaub zu gehen. Und in diese Saisonvorbereitung. Ja, da wird sich nichts geschenkt. Süle und Martinez, die beiden Defensivmonster. So kurz vor 18 Uhr und passend zum Feierabend gleich zwei gute Nachrichten für alle Bayern-Fans. Wenn ihr absolut up-to-date sein wollt und über diesen Tag informiert werden wollt, dann könnt ihr gerne auf dem Channel um 18 Uhr unsere News sehen. Da gibt es auch nochmal alles zur Vorstellung von Pavard heute oder zur Pressekonferenz gestern mit Serge Gnabry und der Kooperationsbekanntschaft mit Konami. Wenn ihr lieber hier beim Training bleiben wollt, kein Problem. Auf unseren sozialen Plattformen, auf Facebook, könnt ihr auch gern hier dranbleiben. Also ihr habt die Wahl. Egal für was ihr euch entscheidet, FC Bayern ist drin. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Also wieder kurze Verschnaufpause. Wie gesagt, das ist, ich glaube, jeder, der mal vielleicht in der Halle Fußball gespielt hat oder auf engem Raum, der weiß, wie anstrengend das ist. Ja, da läuft der Schweiß, Herr Goretzka. Alles minutiös gestoppt, auch die Pausen. Und auf der anderen Seite geht es gleich weiter mit Ulle, mit Sven Ulreich. Come on.
immer wieder interessant zu hören und zu beobachten, wenn die Profis Zeit schreien. Ich glaube, jeder normalsterbliche Fußballer hätte alles andere als Zeit. Ja, auf das Kommando von Robert Kovac breit machen. Immer wieder interessant, da mitzuhören. Das war ein feines Päschen von Renato Sanchez in den freien Raum. Zeit, diesmal von Thomas Müller. Jetzt kommt sogar die Sonne raus. Also passt doch alles wunderbar an diesem 12. Juli. Kovac justiert nochmal nach. Ich glaube, es geht ums geschlossene Aufrücken. Hat ja vor allem auch eine beeindruckende DFB-Pokalbilanz als Trainer, Niko Kovac. Das Pokalfinale gegen Leipzig war sein 18. als Trainer. 17 Mal ging er als Sieger vom Feld bei nur einer einzigen Niederlage. 3-mal in Folge war er in Berlin. Hoffentlich heißt es dann am Ende dieser Saison, dass er die 4 voll machen kann. Das wäre es ja in der kommenden Saison. Man will natürlich auch das Double angreifen. Die Bayern, sie könnten ein 30. Mal deutscher Meister werden und zum 20. Mal den DFB-Pokal gewinnen. Das hat schon unser Oberbürgermeister Dieter Reiter auf dem Balkon so gesagt. Das wäre doch eine Sache. Immer wieder dieses Zeit. Ich weiß nicht, woher die Jungs das nehmen. Hier wieder Thomas Müller Zeit. Aber ich glaube, jeder von uns, der sich auf das Spielfeld beamen könnte, dem würden die Knie schlottern, noch bevor der Ball angenommen wird. Also die Einstellung, der Auftritt stimmt auf alle Fälle schon mal. Ich denke, alle gehen sehr engagiert zu Werke. Das sieht doch schon mal richtig gut aus für den Auftakt in diese Saison. Wie gesagt, es wird noch eine knackige Vorbereitung
jetzt am Montag geht es in die USA. Kaum da steht der Audi Cup bzw. das Trainingslager am Tegernsee auf dem Programm. Aber nochmal, das ist eben die Vorbereitungszeit. Und wenn am Ende das rauskommt wie in der Vorsaison, dann nimmt das, glaube ich, hier jeder gerne in Kauf. Noch ein Durchgang, die Ansage von Robert Kovac. Und vielleicht kommen dann auch die Tore ins Spiel. Ich denke, das ist auch immer wieder am liebsten gesehen von den Trainingsbesuchern und natürlich auch für die Spieler. Immer noch der Abschluss eines jeden Trainings. Wenn man das machen kann, weswegen man Fußball spielt. Also jetzt muss Team Grau den Ball erobern. Und sobald die eine Mannschaft den Ball erobert hat, ist die andere in der Pressing-Rolle. Stark in den freien Raum auf Lewandowski. Ja, da läuft das Bällchen schon richtig gut. Und wieder in den offenen Raum. So, das war's mit dieser Übungsform. Ich glaube, jetzt ist ein richtiger Schluck aus der Pulle erstmal angesagt. Da kommt auch schon der Verpflegungswagen.